Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Accelerate Digitization Leadership Online Seminar. Heute geht es um Mainframe Modernisierung auf Azure mit Microsoft. Mein Name ist Philipp von Schmeling. Ich bin Ihr technischer Moderator. Wenn Sie Fragen zum Tool haben, stellen Sie sie gerne in der Frage-Antwort-Sektion. Da können Sie auch alle anderen inhaltlichen Fragen loswerden. Die werden dann im Anschluss an die Veranstaltung in der Frage-Antwort-Runde beantwortet. Und wenn Sie noch Kontakt aufnehmen möchten. Die Kontaktdaten von den Referenten von heute werden natürlich auch noch eingeblendet. Wir haben zwischendurch ein paar kleine Fragen auch an Sie. Da würden wir uns freuen, wenn Sie in den kurzen Fragen teilnehmen würden. Und jetzt freue ich mich, dass ich Gunula Volkerts vorstellen darf, die Moderatorin von heute. Hallo, Gunula. Ja, vielen Dank, Philipp, für die Einweisung und Erläuterung und das Willkommen. Auch ich darf Sie zu unserem heutigen Webinar Mainframe Modernization to Azure herzlich willkommen heißen. Ja, genau. Mein Name ist Gunula Volkerts. Ich darf Sie heute durchs Programm führen. Ja, Mainframe und Azure oder auch Mainframe und Cloud, das waren in der Vergangenheit sicherlich getrennte Welten. Der Mainframe war totgesagt und ich würde mal vermuten oder denke, das auch öfter erlebt zu haben, dass Cloud-Strategen und Mainframer sich auch zuweilen vielleicht eher argwöhnisch beäugt haben. Ja, warum der Mainframe nicht tot ist und wie eine Modernisierung in Richtung Azure gelingt, erfahren Sie heute von unseren beiden Experten. Bevor ich Ihnen unsere beiden Experten aber vorstelle, möchte ich schon mal ankündigen, dass wir am Ende des Webinars einen Link auf ein White Paper für Sie bereit haben, wo Sie das Thema von heute gerne nochmal vertiefen können. Und wir haben auch zwei interessante Quick Start-Angebote vorbereitet, auf die wir am Ende auch noch kurz hinweisen werden. Ja, von mir aus auch nochmal der Hinweis oder die Ermunterung, Fragen im Chat zu stellen. Darauf freuen wir uns, wenn Fragen zwischendurch eingehen, je nachdem zu dem Thema oder Teilthema, an dem wir gerade dran sind, dann schauen wir auch, dass wir sie zwischendurch beantworten können. Ja, kommen wir nun zu unseren beiden Experten. Bernhard Düchting, ich darf dich zuerst vorstellen. Ich darf schon mal so viel verraten. Uns beide eint ein Hobby. Wir singen nämlich gerne. Heißt aber auch, wir sind besonders, was unser Hobby betrifft, pandemiegeplagt, weil ich glaube, das wird so ziemlich das Letzte sein, was man dann wieder uneingeschränkt tun darf. Du machst aber noch was anderes. Du kümmerst dich genau um Artenvielfalt und auch reichhaltige Ernten. Du bist nämlich Imker. Ja, Richtig. und kommen wir aber jetzt zum Thema. Was verbindet dich denn eigentlich mit dem Thema, um das es heute geht? Ja, danke, Gundelam. Ja, mein Name ist Bernhard Düchting, Microsoft, ein Cloud Solution Architect und dort in meiner Rolle eben auch ein Mainframe Champ als Teil eines weltweiten Teams. Ich arbeite schon seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Legacy Modernisierung und hier auch Mainframe Modernisierung und freue mich auch heute, diese Erfahrung mit Ihnen zu teilen. Super, vielen Dank, Bernhard, und herzlich willkommen. Ja, David Frenzel, unser zweiter Referent und Experte heute. Auch bei dir darf ich verraten, was du in deiner Freizeit gerne machst. Du boulderst gerne. Das heißt, du kletterst gerne ohne Netz und doppelten Boden. Auch eine spannende Geschichte. Wie kommt's, David, dass du dich als eher jüngerer Mensch denn mit dem Thema Mainframe und unserem heutigen Webinarthema befasst? Ja, danke Gundula für die Einleitung. Tatsächlich kann ich, glaube ich, sagen, dass anhand meiner Historie und damit auch meines Alters ist es sehr gut begründbar. Ich habe den Mainframe als spannende Plattform entdeckt. Es macht mir ganz viel Spaß, darauf zu arbeiten. Aber eben dadurch, dass ich auch die neue Welt, wenn wir es so nennen wollen, kenne, also ich mit der Cloud sehr gut auskenne, ist es eigentlich nur natürlich zu sagen, ich bringe natürlich die beiden Welten zusammen. Und das ist, denke ich, im Kern das, was ich bei der T-Systems jetzt auch tue. Ich bin Architekt im Z-Future-Team bei uns und kümmere mich um Innovationen allgemein auf der Plattform und Lösungen drumherum, aber eben auch Modernisierungsprojekte, aber ja, wo es auch darum gehen kann, den Mainframe in die Cloud, in die Microsoft Azure zum Beispiel, zu verlagern. Und ich freue mich halt einfach hier zu sein und auf die spannende Session. Super, willkommen auch dir, David. Ja, dann gehen wir mal zur Agenda des heutigen Webinars. Was erwartet Sie heute? Wir haben das Webinar heute in vier Kapitel aufgeteilt. Es beginnt mit dem
Thema Why Modernizing? Warum gibt es überhaupt einen Bedarf, beim Mainframe an das Thema Modernisierung zu denken? Das zweite Kapitel befasst sich damit, warum das denn gut ist, T-Systems und Microsoft das gemeinsam tun zu lassen. Im dritten Kapitel gehen wir auf unseren Ansatz ein, wie Modernisierung aus unserer Sicht gelingen kann. Und im vierten Kapitel wollen wir noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und Erfahrungen aus Modernisierungsprojekten preisgeben. Ja, und bevor wir jetzt ins Kapitel 1, Why Modernizing, einsteigen, haben wir auch eine kleine Umfrage vorbereitet. Uns würde hier alle und ich hoffe auch Sie ein kleines Stimmungsbild interessieren. Und uns würde interessieren, welche Rolle der Mainframe heute bei Ihnen hat. Sie werden gleich die Umfrage eingeblendet sehen. Genau. Es gibt 5 Antwortmöglichkeiten. Sie können jeweils eine auswählen und die Umfrage läuft jetzt für eine Minute. Genau. Uns würde interessieren, inwieweit der Mainframe strategisch in Ihrem Hause ist, ob er eventuell gleichberechtigte Plattform in einer hybriden Systemlandschaft ist, ob Teile von Anwendungen vielleicht den Mainframe schon verlassen oder der Mainframe sogar vielleicht schon ganz abgeschaltet wurde bei Ihnen oder im Grunde man gerade dabei ist, den Ausknopf zu schalten oder als 5. Möglichkeit natürlich auch, ja, nichts der ersten 4 trifft wirklich zu, beziehungsweise der Mainframe ist eigentlich nicht mehr in Betrieb bei uns. Genau. Und jetzt wäre die Minute auch zu Ende. Ja, ein spannendes Ergebnis. Wir sehen hier, eine Mehrheit hat geantwortet, dass der Mainframe gleichberechtigte Plattform in der Systemlandschaft ist. Auf Platz 2 steht der Mainframe als strategische Zielplattform für kritische Anwendungen. Und auf Platz 3 steht, dass doch einige Anwendungen mittlerweile den Mainframe auch schon verlassen haben mit dem Ziel der Abschaltung. Spannend insofern, weil im Grunde in allen 3, sag mal, Top 3 Situationen, die wir hier sehen, zumindest mal temporär oder vielleicht auch sehr lange temporär Mainframe und sag mal, andere Plattformtechnologien wie dann vielleicht auch die Cloud parallel in ihrer Landschaft existieren. So, und ich denke, Sie sind jetzt gespannt auf das, was wir mitgebracht haben. Ich übergebe gerne an Bernhard, der uns darlegt, warum Mainframe-Modernisierung ein spannendes Thema ist. Bernhard. Jetzt bin ich im Bild auch wieder und kann gerne hier das erste Kapitel einführen. Und warte auf die nächste Folie. Ja, was sind denn die wirklich hauptsächlichen Gründe für eine Modernisierung von Mainframe-Workloads, also Anwendungen, die auf dem Mainframe laufen? Es kann sich sowohl um Online-Anwendungen handeln, wie aber auch Batch-Anwendungen. Zum einen ist hier ein Grund, die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen auf dem Markt, um schneller antworten zu können auf die Marktveränderungen. Und das können wir, indem wir in Richtung Azure gehen, weil wir dort schneller reagieren können. Das wollen wir Ihnen auch aufzeigen. Das Zweite, das geht Hand in Hand, ist die wesentlich einfachere und schnellere Innovation. Wenn wir oft mit den Mainframe-Workloads nach Azure gehen, gehen wir in der Regel erst auf Infrastructure as a Service als erster Schritt, aber danach dann auch in Richtung Cloud-Native Platform as a Service. Und wir können eben auch neue Innovationen dort eher möglich machen, zum Beispiel die Einführung eines Data Warehouses und auch Visualisierung von Ergebnissen, und zwar in Echtzeit. Der dritte Punkt ist die Kosteffizienz. Beim Mainframe ist man ziemlich stark gebunden an eben die Auslastung, also die MIPS, die gebraucht werden. Und wenn Sie hier einzelne Workloads nach Azure bringen, werden nur die Services eben hier berechnet, die Sie auch benutzen.
Und dafür gibt es natürlich auch dann Möglichkeiten, das nachzuschauen, das zu monitoren und zu überwachen. Aber es ist erstmal auf jeden Fall kostengünstiger. Letzter Punkt, die Increased Agility. Das heißt, Sie können wirklich schneller reagieren und nicht nur reagieren, sondern auch schon mal vorausschauen und überlegen, welche Eigenschaften oder welchen Dienst Sie noch weiterhin anbieten wollen und damit auch dann im Wettbewerb ganz vorne zu liegen. Aber auch für Ihre Kunden, die bei Ihnen auf dem Mainframe, die Anwender auf Ihrem Mainframe, da auch eben weiter unterstützen und agil zu sein. Ja, nächste Folie bitte. Da muss ich immer, ja, nochmal hier ein weiterer Blick auf diese Anforderungen, die ich eben hier kurz auch geschildert habe. Der Mainframe als unflexible Architektur. Der Mainframe ist nun mal recht monolithisch im Aufbau, sowohl Richtung Online als auch in Richtung Batch und damit auch durchaus schwierig und aufwendig, um hier eine Änderung zu machen. Also eine einzige Änderung, nehmen wir an, eine Ihrer Anwendungen für Ihre Kunden, die ist in der Regel schwierig umzusetzen, dauert lange und braucht großen Vorlauf. Und das wollen wir besser machen, indem wir diesen Workload, diese Anwendung nach Azure bringen. Gleichermaßen wollen wir auch in Richtung einer Standardisierung gehen und einer Vereinfachung. Das sind ja auch Anforderungen, die wir überall sehen im Markt. Ein wichtiger Grund, ein wichtiges Beispiel oder Stichwort ist hier die Schnittstellen. Weil in der Regel sind sehr, sehr viele Schnittstellen in ihrer Mainframe-Anwendung zu finden. Und wenn man das mal auch mal grafisch darstellt, das können wir mit Ihnen sprechen, auch im Rahmen der Analyse, dann kann man sehen, ja, es ist wirklich eine große Abhängigkeit. Wie kommen wir da überhaupt raus? Das können wir. Und wenn wir dann anfangen mit der Abbildung auf Azure von Workloads nach der ersten Analyse, das wird mein Kollege David etwas erzählen, kann man auch gleich zwei Dinge im Fokus haben. Zugriff. Auch einheitlich über REST-API ist ein Beispiel. Und zweitens, alle Schnittstellen vereinfachen. Auch da hat Microsoft eben Möglichkeiten, sagt nochmal hier API-Management und Logic-Apps als ein Paar-Service, um eben diese Schnittstellen zu verwalten, damit auch eben andere Anwendungen anzubinden. Und da liefern wir eben auch Konnektoren. Sagt nur ein Beispiel, Dynamics 365 wäre ein Beispiel. Und andere mehr, aber auch Dinge, die Sie vielleicht auch selber verwenden, zum Beispiel SAP. Ja, und die Kosten steigen in der Regel immer weiter, weil durch Ihren Vertrag mit der IBM bekommen Sie ja immer wieder wahrscheinlich die neueste Z-Series. Wir sind jetzt gerade bei der Z15, es geht nach Z17. Bei jedem Wechsel der Plattform in der Regel werden auch die Kosten nach oben gehen. Ja, und letzter Punkt ist einfach inzwischen sehr schmerzhaft und auch sehr deutlich. Ich selber bin auch ein COBOL-Programmierer, aber neue COBOL-Programmierer überhaupt zu finden oder auch Studenten zu begeistern von dieser Möglichkeit, wird immer schwieriger. Es gibt zwar noch eine Reihe von Ausbildungen, die angeboten werden, aber die Zukunft ist eine andere. Zum Beispiel ein Weg in Richtung einen Sprachwechsel, zum Beispiel Java. Das hören wir immer wieder auch von Kunden. Sie möchten eindeutig in Richtung Java gehen. Wenn wir dann von der Entwicklung gehen, also von Entwicklung und Test, geht es auch dann zum Beispiel in Richtung von Python und Notebooks. Aber das sind mal die Beispiele, die ich hier nennen möchte. Nächste Folie bitte. Naja, da kommt man wahrscheinlich sehr schnell die Einwände. Ein Mainframe ist viel zu wichtig und zu komplex, um ihn überhaupt zu migrieren. Die Machbarkeit haben wir in vielen Projekten gezeigt. Und auch wenn wir dann nachher über den Weg sprechen, das macht dann mein Kollege David, wirklich, wir können das so anschauen, dass wir dann diese Komplexität auflösen und dann wirklich dann auf die Komponenten gehen können und dann zum Beispiel eine Kicks Umgebung eben nach Azure bringen. Dafür haben wir sogenannte Referenzarchitekturen oder auch Blueprints,
die das eben vorgeben. Und dann auch das Stichwort Azure Landing Zone, weil da gehen wir hin. Bevor Sie überhaupt anfangen mit einer Mainframe-Transformation nach Azure, werden wir mit Ihnen die mögliche oder einen Vorschlag bringen für die Azure Landing Zone nach Ihren Anforderungen. Und damit ist auch der zweite Punkt gleich angesprochen, eine öffentliche Cloud, in diesem Fall Azure, ist nicht genauso verfügbar wie der Mainframe. Das stimmt nicht, weil wir sorgen für die Verfügbarkeit, heißt bei uns Service Level Agreements, die sind garantiert. Auch darauf komme ich in der nächsten Folie. Azure garantiert die SLA, das Service Level Agreement, die Verfügbarkeit jedes Azure-Dienstes. Das fängt an von bei einer virtuellen Maschine und bis hin zu eben auch Cloud-Native-Diensten. Ja, Mainframe sind skalierbar, das stimmt, aber eben mit einem Preis verbunden. Das sieht man auch hier. Je mehr Sie hier skalieren wollen, desto höher werden die Kosten. Bei uns ist die Skalierbarkeit bereits drin im Begriff. Also eine Azure Cloud ist skalierbar und zwar auf Anforderungen. Skaliert eben so, wie es gebraucht wird. Und in der Tat basiert die Technologie in unseren Azure-Rechenzentren auf Intel-Servern, auf Intel-Prozessoren. Und die sind definitiv auch absolut geeignet auch für diese Mainframe-Workloads, wo wir immer auch da nachrüsten. Wir haben immer wieder die neuesten Prozessoren, die wir hier einsetzen. Und da können Sie als Kunde auch auswählen. Wenn man dann sich eine virtuelle Maschine anschaut, gibt es da mehrere Typen und mehrere Images. Und da kann man auch sehen, mit welchem Prozessor Sie ausgerüstet sind und damit auch dann die richtige Abbildung machen. Auch da unterstützen wir ihn, auch meine Kollegen hier bei Microsoft und auch der David hier bei T-Systems bei der richtigen Auswahl der virtuellen Maschine. Als ersten Schritt, also Infrastructure as a Service. Und letzter Punkt, Mission Critical Anwendungen. Ja, auch gerade im Bereich Financial Institutions, im Finanzbereich. Wir können sowohl diese zeitkritischen Anwendungen sehr wohl auch betreiben, durch installierbare Cloud, durch Azure, aber auch eben auch die Anforderungen, die regulatorischen Anforderungen, die wir mit der BaFin haben, auch abbilden. Auch da haben wir Beispiele, wo wir mit Banken bereits diesen Weg gegangen sind und diese regulatorischen Anforderungen eben auch, das heißt auch in Richtung einer Trennung der Zugriffe auch dann umsetzen können für die BaFin-Anforderungen. Nächste Folie bitte. In Teil 2 gehe ich nochmal ein auf die Gründe, warum wir hier von Microsoft aus speziell mit T-Systems hier zusammengehen und warum das wirklich auch einen großen Sinn macht und wir uns hier optimal ergänzen. Ja, und das sind hier die Gründe, warum wir uns hier zusammengeschlossen haben. Wir haben eine strategische Zusammenarbeit beschlossen. Und als strategischer Partner ist die T-Systems natürlich prädestiniert, weil sie ja bereits selber seit vielen Jahren hier, 13 und mehr Jahre, auch Mainframe hier auch hostet und anbietet, den Betrieb anbietet, den Betrieb leistet, aber auch schon angefangen hat, seit 15 Jahren diese Mainframe-Workloads auch durchaus zu transformieren. Und das ist einfach gehört dazu bei der T-Systems. Über das Sneaker-Programm arbeiten wir auch hier zusammen von Microsoft-Seite aus. Und bei Microsoft ist das auch eine Entwicklung, die wir jetzt auch schon in einigen Jahren machen. Wir haben seit zwischen schon 10 Jahren haben wir eine eigene Gruppe, die heißt Mainframe Transformation Alliance, die gegründet wurde nur für das Thema. Das ist also erstmal auch Know-how in den Teams. Ich selber gehöre als Cloud Solution Architect auch zu einer Gruppe, aber dieses Team ist eben über diese Zugehörigkeit als Cloud Solution Architect hinaus ist eben die Mainframe Transformation Alliance, aber dazu gehören eben auch ausgewählte Partner, steht auch da, Best of Breed Partner Ecosystem, auch diese Partner, mit denen wir diese Anforderungen umsetzen, sind validiert und auch eben insofern auch geeignet und wir bleiben natürlich dabei auch, wenn wir einen Mainframe
transformieren, ein Engagement machen, so wie wir sagen, ein Projekt machen mit Ihnen zusammen, bleiben wir natürlich auch dabei. Wir haben hier auch Ressourcen, aber auch weltweit, auch hier speziell auch im Azure Data Global Engineering, die uns auch dabei helfen. Und die Abbildung geht immer in Richtung einer hybriden Architektur, weil wir ja, wenn wir ein Mainframe abbilden, das geht dann nicht auf einmal, sondern wir gehen ja dann Stück für Stück mit jeder Anwendung, für jede Anwendung gehen wir rüber, und damit müssen wir ja auch eine hybride Lösung haben, die also eine hybride Integration auch der Daten ermöglicht. Da haben wir ja auch ein Beispiel, konkret einen Kunden, der rübergeht mit einer neuen Anwendung und während er es macht, eben die Daten von der DB2 repliziert in eine Azure SQL Datenbank. Und die Themen nochmal im Einzelnen, was bieten wir an? Wir fangen an mit einem Rehosting. Das ist der schnellste Schritt, um von der Mainframe-Plattform überhaupt wegzukommen und damit schon mal einen beachtlichen Kostenvorteil auch zu realisieren. Deswegen ist es immer also gewünscht, der erste Schritt mit Ihnen zusammen. Zuerst ein Rehosting und danach beginnt dann die Transformation. Da gehe ich doch auf einen noch, weil wenn Sie rübergehen Rehosting, sind wir noch in auf einer Infrastructure as a Service mit virtuellen Maschinen, damit wir überhaupt auch dieses Rehosting machen können. Aber dann überlegen wir uns, wie wir weitergehen. Ich sage immer, da beginnt die eigentliche Modernisierung. Und das auch dann zu betreiben, ist ein weiterer Punkt, den die T-Systems natürlich leistet. Also während dieser Transformation wird die T-Systems sie begleiten und auch den Betrieb sichern. Das Ziel ist eben wirklich dann auf Azure diese Mainframe-Workloads so abzubilden, dass sie damit auch nicht nur arbeiten können, und zwar auch unterbrechungsfrei, logischerweise. Das ist alles garantiert, und aber auch dann weiter modernisieren in Richtung Platform as a Service, also Dienste anbieten, die auch den Mehrwert dieser Anwendung auch dann unterstreichen. Die nächste Folie, bitte. Darum steht auch mal eben End-to-End-Betreuung durch die T-Systems. In dieser Folie nochmal sind die wichtigen Gründe subsumiert. Ich werde mal hier zwei Punkte herausgreifen. Punkt 1 ist natürlich Verfügbarkeit, sobald Sie in Richtung Azure gehen. Das erreichen Sie, weil die Azure-Rechenzentren sind eben auch regional redundant. Das heißt, eine Azure-Region besteht aus mindestens zwei Data-Center, manchmal auch drei, immer mit einem Primary-Data-Center und dann den anderen, die dann einspringen. Und das ist also, das wird über unser Backend gemacht. Das heißt, wenn Hardware-Ressourcen im Rechenzentrum nicht mehr die Hochverfügbarkeit liefern oder eben der Speicher beispielsweise, wenn da irgendwas nicht stimmt, wird sofort auch umgeschaltet. Das merken Sie gar nicht. Das ist transparent. Und als Beispiel nehme ich mal die neue Region hier in Deutschland. Da ist Frankfurt der Hauptknoten und Berlin ist dann der Backup-Knoten. Aber es ist eben eine Zone, also eine Region, nämlich West Germany Central. Das Gleiche gilt auch für den ersten Schritt, das Rehosting in Richtung Infrastructure as a Service, also virtuelle Maschinen. Da können Sie auch die VMs absichern über sogenannte Availability Sets, Verfügbarkeitssets, ja, und mehrere zusammenfassen, auch um hier die Verfügbarkeit zu maximieren. Bis hin zu dann auch der Datenseite, wenn Sie hier mit Azure SQL Database arbeiten, da gibt es auch die Möglichkeit, hier Verfügbarkeitsgruppen anzulegen über, das nennt sich SQL, Azure SQL Always On. Das ist schon seit vielen Jahren bei uns dabei und jetzt auch in Azure eine Möglichkeit. Aber natürlich ist Azure SQL Database nicht die einzige Datenbank, in die Sie gehen können, sondern auch andere Datenbanken, was wir immer wieder sehen, auch bei einer Migration von DB2, da sehr oft empfehlen wir die Azure Database for Postgres. Und auch diese Entscheidung treffen wir dann im Rahmen eines gemeinsamen Projektes, eines gemeinsamen Engagements. Cosmos Datenbank ist eine NoSQL-Datenbank, das heißt,
Die ist weltweit verfügbar. Die können dann also Knoten anlegen. Das gerade bei Standorten auch international ist Cosmos DB hier wirklich das Mittel der Wahl, um Ergebnisse hier sehr schnell und sofort eben auch anzubieten. Wenn Sie mal denken an Coupling Facility und Parallel Sysplex, das ist auch hier eine Möglichkeit, hier das genau auch nachzubilden. Das heißt, sobald eine Änderung gemacht wird, ist das sofort auch dann committed und verfügbar. Der zweite Punkt, den ich hier herausgreifen möchte, ist das Thema Security. Sicherlich auch bei Ihnen sehr, sehr wichtig. Sie fahren dann entweder mit RAGF beispielsweise oder Top Secret. Das haben wir alle schon gesehen. Auch dafür haben wir sogenannte Referenzarchitekturen oder Blueprints. Und das können wir auch genauso auch abbilden in Richtung Azure Monitoring, Azure Security Center, um diese Sicherheit dort auch abzubilden. Nächste Folie, bitte. Ja, was sind einige der Mehrwerte, die Sie dann haben, wenn Sie einen Mainframe-Workload nach Azure abbilden? Und in der Tat, wenn wir das machen, machen wir es immer pro Anwendung, pro Workload gehen wir immer vor. Und darum gruppiert sich eben das gesamte Vorgehensmodell pro Anwendung. Haben wir zum einen eben die wesentlich günstigeren Betriebskosten, ebenfalls Azure ist. Das heißt, wir können nicht nur skalieren, sondern auch nutzen wir nur die Azure-Dienste, die wir auch wirklich brauchen. Und das ist eben der Vorteil einer Azure Cloud. Und damit können Sie auf Ihre Business-Anforderungen, sei es intern oder auch Marketing, aber auch extra auf dem Markt sagen, ja, wir müssen hier noch wir wollen hier noch Antworten auf den Wettbewerb, da können Sie dann wesentlich schneller antworten. Ich sage mal ein Beispiel nochmal, Zugriff über Mobile Access, also sei es Device, Handy und so weiter, das wäre mal eine Anforderung, die Sie sehr schnell umsetzen können, sobald Sie eben auch in Richtung Azure gehen. Da gibt es nämlich auch einen Service, der ist da integriert, deshalb von ETL, das heißt vom Laden der Daten vom Mainframe, in die Azure Cloud, dann geht das in ein Data Warehouse, wird verarbeitet. Sie können damit arbeiten und können das sofort auch dann verbinden mit unserem Power BI und können dann Ergebnisse in Echtzeit auch ansetzen. Und das ist ein großer Vorteil, den Sie dann haben können. Wenn das eben auf den Markt kommt, können Sie das eben sehr schnell anbieten oder auch der Erste sein, der diese Möglichkeit anbietet. Nächste Folie. Ja, wenn man das mal alles jetzt zusammenbringt, diese Aspekte, das heißt, Mainframe-Transformation ist natürlich ein Aufwand, damit sind Kosten verbunden. Das ist auch zu sehen hier rechts in dem Graph. Wir haben erstmal Kosten, die kommen. Auch dazu haben wir volle Transparenz. Das heißt, wir machen diese Kostenschätzung ohne das Projekt. Da sagen wir genau, was wir machen werden und was die Kosten sind, die damit zusammenhängen, zusammen mit der Decisions. Und weisen darauf hin, was die Vorteile sind. Und damit zusammenhängend wissen wir auch, wann es einen Break-Even-Point gibt, wo sie eben dann sparen können und vor allen Dingen ja sparen können und aber auch dann weiter mit diesen Einsparungen, das heißt, gerade wenn Sie die Plattform verlassen, haben Sie sehr große Einsparungen. Hier haben wir auch Beispiele, wo Sie nur durch den Wechsel von der Mainframe-Plattform nach Azure weit mehr als 60% Kosteneinsparungen haben. Das sind konkrete Kundenreferenzen, die wir Ihnen zeigen werden, macht der David. Und wichtig ist, jetzt nicht zu tun, sondern stehen zu bleiben und zu warten, was passiert, ist nach unserer Meinung nicht die richtige Alternative, weil die Kosten steigen und steigen und steigen und der Druck wird dann nur höher. Das heißt, ich lade Sie ein, zusammen mit David Frenzel auch, hier das Gespräch mit uns zu beginnen. Ja, und damit gebe ich zurück an Gundula. Ja, vielen Dank, Bernhard, für die Ausführungen zu diesen beiden ersten Themen unseres Webinars. Und bevor wir jetzt in Kapitel 3 einsteigen, haben wir nochmal eine kleine Umfrage vorbereitet. Uns würde diesmal jetzt an dieser Stelle interessieren, bevor wir ins Thema, was glauben wir denn, was ist ein richtiger Ansatz, um zu modernisieren, wissen,
gerne von Ihnen wissen, warum denn eventuell Mainframe-Transformationsprojekte, falls dem denn so ist, eventuell auch schon gescheitert sind. Hier haben Sie jetzt mehrere Antwortmöglichkeiten. Die Umfrage läuft wieder circa eine Minute. Ja, was haben wir aus unserer Erfahrung hier für Antwortmöglichkeiten? War vielleicht der Business Case nicht positiv oder gab es einen Budget Overrun? Als zweite Möglichkeit bot die Zielplattform eventuell nicht die nötige Sicherheit und Stabilität. Waren oder sind die nötigen Skills vielleicht nicht mehr vorhanden? Haben Mainframe-Transformationsprojekte vielleicht auch noch gar nicht stattgefunden bei Ihnen im Haus? Ja, wir haben noch ein paar Sekunden. Läuft die Umfrage noch? Oh, hier zeigt sich ein Bild, eine Mehrheit. Ja, wunderbar. Ich denke, wir haben ein Bild. Die Zeit wäre dann jetzt auch rum. Wir haben einen klaren Favoriten sozusagen bei den Antworten. Und das ist Antwortmöglichkeit 4, nämlich dass Mainframe-Transformationsprojekte bisher nicht stattgefunden haben. Insofern sind dann vielleicht auch die Ausführungen im nächsten Kapitel spannend für Sie. Die anderen drei Antwortmöglichkeiten sind ziemlich gleich verteilt. Das heißt, der Business Case war bisher nicht unbedingt positiv, ist gleich auf mit der Zielplattform, die nicht die nötige Sicherheit und Stabilität bot, und auch das Thema Skills ist hier in etwa gleich verteilt. Ja, spannend, David, für dich auch als Einstieg jetzt ins nächste Kapitel, ins Kapitel 3. Ich darf an dich übergeben und los geht's. Vielen Dank, Gundula. Ja, tatsächlich, genau. Lass uns beginnen, vielleicht über den Ansatz zu sprechen und aber erstmal damit zu beginnen, was haben wir eigentlich für Möglichkeiten, und dann gucken wir danach darauf, wie bringen wir das zusammen, wie machen wir es dann tatsächlich auch. Ja, und um quasi hier zu beginnen, haben wir auf der nächsten Folie, wir berufen uns auf das Gartner-Modell, das ist sicherlich einigen von Ihnen auch bekannt, und konzentrieren uns dabei aber im Kern auf vier Fokusaktivitäten oder Fokusansätze. Und die Idee, die wir hier verfolgen, ist, oder das sieht man ja auch in der Grafik, denke ich, sehr schön, und der Bernhard hat es eben auch schon gesagt, wir beginnen eigentlich immer ganz unten, und da kommen wir auch gleich drauf, warum das so ist, beginnen wir mit dem Rehosting. Ja, und da zielen wir ganz genau auf die Infrastruktur ab. Das heißt, was tun wir beim Rehosting? Lapidar gesagt einfach nur, wir tauschen die Z-Architektur mit einer x86-Architektur aus. Und da haben wir jetzt heute viel schon drüber gesprochen, eben das ist in der Azure Cloud eben wunderbar möglich. Ja, dann haben wir im Stack darüber, können wir über das Replatforming sprechen. Das heißt, hier beginnen wir jetzt eben vielleicht nicht nur Infrastructure as a Service zu nutzen, sondern eben die ersten Plattform-Services auch zu verwenden. Ja, das kann zum Beispiel eine Datenbank sein, die als Service genutzt wird. Gehen wir auf den nächsten Schritt, da haben wir das Refactoring. Da gehen wir jetzt das erste Mal, und das sehen wir auch gleich im Detail noch ein bisschen, gehen wir das erste Mal jetzt tatsächlich in den Code und ändern irgendwie was an der Software-Architektur allgemein. Ändern diese und machen damit Möglichkeiten auf, wie wir noch weitergehen können. Und als oberster Punkt das Rebuild, und hier schauen wir uns tatsächlich die Fachprozesse an. Ja, das heißt, hier wird eben am Ende auch Source Code angepasst. Hier muss ich wirklich auf meine Anwendung muss ich aufbauen, damit ich die Businessprozesse an das anpasse, was der Markt üblicherweise als Treiber von mir erwartet. Ja, als ein bisschen Sonderfall, und auch da gucken wir gleich drauf, sehen wir das Encapsulate, was in dem Sinne kein Weg für uns in die Cloud ist, aber der kann das durchaus unterstützen für manche Anwendungen oder Anwendungsteile. Da brauchen wir eben auch diesen Weg. Ja, was sehen wir grundsätzlich in diesem, wenn wir von Modernisierung hier sprechen, ist, dass je höher wir hier im Stack gehen, je tiefer wir auch in die Anwendungen letzten Endes reinbohren, desto mehr können wir modernisieren, desto mehr können wir neue Services nutzen und desto moderner können wir uns letzten Endes auch aufstellen. Und insofern, und auch das zeigen wir gleich, sehen wir üblicherweise bei Projekten, dass irgendwie diese Ansätze alle in irgendeiner Form zum Einsatz kommen. Aber gucken wir uns mal genau an, wie diese verschiedenen Ansätze aussehen, was sie eigentlich bedeuten. Ja, wenn wir unten im Stack beginnen, oben links hier auf dieser Folie, sprechen wir über Replatforming und Rehosting.
Und die beiden sind tatsächlich sehr ähnlich. Ich möchte sie kurz definieren und auseinanderhalten. Beim Rehosting verändern wir einfach die Infrastruktur. Das heißt, wir nehmen unsere Anwendung so, wie sie ist, passen sie nicht an und verschieben sie auf eine neue, in dem Fall x86-Plattform. Beim Replatforming, was wir dort tun, ist, dass wir eben manche Services einfach auch schon durch zum Beispiel Cloud-Services ersetzen. Und ich denke, das wirklich einfachste und beste Beispiel an der Stelle ist zum Beispiel auf Datenbank-Services zu setzen. Ja, also vielleicht habe ich heute in meiner aktuellen Architektur, bin ich auf einem bestimmten Datenbank-Software und in der Cloud betreibe ich das jetzt nicht mehr in der VM. Ich habe nicht mehr extra Personen, die irgendwie gucken, dass dieser Server laufen muss, sondern ich gebe die Verantwortung ab, setze auf Platform as a Service und bekomme eine Datenbank an der Stelle von der Cloud gestellt. Gucken wir uns Refactoring eins drüber. Hier fassen wir unsere Anwendung an sich, ja, mit Blick auf die Fachprozesse fassen wir die noch nicht an. Aber was wir machen ist, wir nehmen jetzt den Source Code, wir nehmen den Anwendungscode und rekompilieren den beispielsweise in modernere Programmiersprachen. Ja, und hier ist immer eigentlich Java und .NET zu nennen. Und was uns das ermöglicht, ist, dass wir keine Runtime mehr brauchen, keinen Emulator mehr brauchen, der uns die Anwendung laufen lässt, sondern wir können sie jetzt eben analog zu einer Cloud-Native-App, können wir das jetzt eben auf der Plattform zum Laufen bringen. Beim Rebuild, da sind wir am oberen Ende des Stacks angekommen, da schreiben wir tatsächlich die Anwendung neu. Ja, das heißt, wir gehen in die Fachprozesse rein, wir gucken uns an, was davon brauchen wir in Zukunft, was davon ist strategisch, welche Teile der Anwendung werden in den nächsten Monaten oder Jahren ganz viele Anforderungen bekommen. Die müssen wir zum Beispiel modernisieren, da werden wir viel Personal brauchen und die bauen wir eben neu und setzen am Ende des Tages, ja, deshalb sind wir in der Cloud, einfach auf alle die Services, die wir da haben und letzten Endes wird das üblicherweise so ein Full-Stack-Thema. Das heißt, wir setzen wirklich alles ein und das geht auch hoch bis Software-as-a-Service-Lösungen zum Beispiel. Das Encapsulate, wie gesagt, steht so ein bisschen daneben oder vielleicht auch darunter. Und das ist unser Weg, den wir verwenden für Anwendungen oder Anwendungsteile, wo wir sagen, die wollen wir nicht modernisieren. Ja, die brauchen wir weiterhin gerade, aber wir sehen nicht, dass es uns irgendetwas bringt, die nachhaltig zu modernisieren. Und das kann zum Beispiel sein, wenn wir davon ausgehen, dass die in 2 oder 3 Jahren abgelöst werden. Und hier kann man dann argumentieren, okay, für diese Anwendung, wenn ich die jetzt anfasse, dann erhöhe ich einfach nur mein Risiko, dass irgendetwas dabei kaputt geht oder nicht mehr funktioniert. Und was wir stattdessen tun, ist, wir lassen die Anwendung dort, wo sie ist. Wir wissen, dass sie in einem definierten Zeitraum auch abgeschaltet wird und machen es aber möglich, dass wir die Daten nutzen können. Ja, das ist, denke ich, heute in der Digitalisierung immer wichtiger geworden, dass wir mit Daten eben tatsächlich oder vor allen Dingen unsere Kunden auch mit Daten Geld verdienen. Und mit dem Encapsulate machen wir genau das möglich. Ja, wir exponieren diese Daten zu den restlichen Anwendungsteilen, vielleicht zu neuen Cloud-Native-Anwendungen, dass die immer noch verwendet werden können. Was liegt da drunter und was unterstützt das Ganze? Und ich denke, der Bernhard hat schon exzellente Argumente geliefert, wieso das auch sinnvoll ist, ist eben jetzt an der Stelle hier die Azure Cloud, die uns die Services bietet, um das möglich zu machen. Ich habe es immer wieder erwähnt, beim Rehosting brauchen wir Infrastructure as a Service. Beim Replatforming nutzen wir die ersten PaaS-Services, beim Refactoring sowieso. Beim Rebuilding setzen wir wahrscheinlich auf SaaS-Lösungen. Und das bietet uns die Cloud eben dran, die liegt da drunter. Und gibt uns genau diese Möglichkeiten. Jetzt bauen wir die ganzen Themen noch ein Stück weiter auf und gucken uns an, was wir tatsächlich für Vor- und Nachteile haben, weil das hat natürlich einen Einfluss darauf, für was wir uns entscheiden. Im Kern, und das hat sich vielleicht auch schon dargestellt, wenn wir über Replatforming und Rehosting sprechen, was wir hier üblicherweise sehen oder wieso wir das auch machen, ist ganz eindeutig, dass wir schnell von der Z-Architektur, vom Mainframe runterkommen. Und das bedeutet, dass wir MIPS reduzieren, Workload reduzieren auf dem Mainframe und damit Kosten sparen. Was wir damit nicht verhindern ist oder dass wir damit nicht lösen, die Anwendung bleibt erstmal so, wie sie ist. Das heißt, wenn ich heute eine COBOL-Anwendung habe, die ich jetzt rehoste, dann ist das morgen immer noch eine COBOL-Anwendung. Das heißt, ich brauche auch immer noch die Skills, die ich heute brauche, wo ich vielleicht aber irgendwie ein Problem mit habe. Üblicherweise brauche ich Emulationstools, die mir es ermöglichen, dass meine COBOL-Anwendung zum Beispiel in der Cloud läuft.
wenn wir das jetzt einen Schritt weitergehen und es wird sich zeigen, dass sich quasi die Nachteile immer wieder auch auflösen durch die nächste Stage. Ja, wenn wir über Refactoring sprechen, auch hier gehen wir natürlich von der Plattform runter und reduzieren damit MIPS. Wir verwenden neue Sprachen, neuere, modernere Technologien, die wir jetzt verwenden können, machen damit den ersten Schritt in die Richtung. Ja, jetzt auf der anderen Seite, damit wir das tun können, brauchen wir zum Beispiel Third-Party-Compiler, damit wir ein COBOL in ein Java übersetzen können. Wir haben auch immer noch unsere Code-Struktur, unsere Software-Architektur ändert sich nicht. Die funktioniert noch genauso wie vorher. Habe ich heute einen Batch-Prozess, habe ich den morgen immer noch. Gucken wir aufs Rebuilding, gehen wir nämlich jetzt genau diese Themen an. Ja, da brauchen wir keine Recompiler mehr. Da können wir uns jetzt eben angucken, wir wollen vielleicht von der Batch-Architektur wirklich in eine reine Online-Architektur. Wir wollen immer unsere Services erreichbar haben. Die sollen gebalanced sein über verschiedene, auch ja, globale Regionen beispielsweise, und nutzen das. Ja, was haben wir hier für Probleme? Es ist üblicherweise, dauert das sehr, sehr lange und das Risiko ist viel, viel höher. Ja, weil es kann eben jetzt passieren, dass ich zum Beispiel bei der Reimplementierung eines Prozesses einen Fehler mache und Probleme mit irgendwelchen Berechnungen habe. Ja, die habe ich, weil ich jetzt einfach den Code anfasse. Und auch hier zum Abschluss das Encapsulate, da reduziere ich jetzt zum Beispiel keine MIPS, weil ich bleibe ja auf dem Mainframe. Aber ich mache eben möglich, dass ich meine Daten weiterverwenden kann, dass ich damit potenziell eben auch Revenue generieren kann und behalte das Ganze. Ja, aber die Idee ist ja, dass das irgendwann auch abgeschaltet wird. Damit gibt es eigentlich eine klare Strategie und damit ist es auch absehbar, wann die Anwendung nicht mehr da ist. Was sehen wir üblicherweise? Und ich habe es eben auch schon angedeutet. Irgendwie kommen diese Themen alle in irgendeiner Form zum Einsatz. Es gibt üblicherweise nicht den Best-Fit-Ansatz, wo wir sagen, es gibt immer Sinn, immer zu rehosten oder wir wollen immer das Rebuilding machen oder Refactoring muss immer der erste Schritt sein oder so. Ja, das heißt, wir sehen, dass es solche generellen Empfehlungen nicht gibt, dass das sehr, sehr stark von der Architektur, von der Systemlandschaft der Kunden abhängt und da müssen wir einfach ganz genau drauf gucken, was wir auswählen. Und damit kommen wir nämlich auch zum nächsten, ja, wir haben darüber gesprochen, was können wir machen und damit kommen wir zum nächsten ist und wie machen wir das jetzt nämlich auch? Also wie bringen wir diese Punkte zusammen, sodass wir am Ende bei einer guten Lösung landen? Und womit wir beginnen ganz am Anfang, das ist der obere Part, wir beginnen mit dem Discover. Ja, das heißt, wir stecken erstmal den Scope der Anwendung ab oder der Systemlandschaft, ja, je nachdem wie groß er ist. Wir gucken uns an, was fallen dort für Anwendungen rein. Im nächsten Schritt im Assess gehen wir dann tiefer rein. Hier bohren wir die Anwendung auf. Hier gucken wir ganz genau ins Detail. Hier gucken wir ganz in die technischen Details auch. Ja, da gehen wir weg von vielleicht High-Level-Architekturbildern. Hier gehen wir wirklich ins Detail und gucken uns an, was wird dort alles verwendet. Wir gucken uns ganz genau an, welche Softwareprodukte zum Beispiel verwendet werden, ob die vielleicht durch einen Parse-Service sich ersetzen lassen. Und damit sind wir auch schon in der Designphase. Das heißt, wir überlegen uns natürlich, wie sieht die Azure Landing Zone aus in dem Beispiel, wie sieht generell vielleicht auch eine Target Architecture aus, wie sieht eine Roadmap allgemein aus. Also rehosten wir zuerst und haben aber für zwei Anwendungen vor, dass wir sie rebuilden. Die anderen refactoren wir nur und vielleicht einige lösen wir am Ende ab oder die bleiben auf dem Mainframe. Das heißt, hier müssen wir uns überlegen, wo geht's hin, damit wir dann im nächsten Schritt tatsächlich das Execute machen können. Also wir führen das Ganze aus. Das, was wir uns vorher überlegt haben, das, was wir designt haben, setzen wir jetzt in die Tat um und führen die Schritte durch. Was wir dann sehen, und das ist auch so ein bisschen daran gekoppelt, wie so Projekte üblicherweise gesized sind, wie sie aussehen, wie sie geplant sind, dass wir am Ende eben auch vorsehen, dass wir noch Optimierungen durchführen. Das ist ganz wichtig, weil üblicherweise versucht man im ersten Schritt einfach die Anwendung erstmal ins Ziel zu bekommen, damit sie erstmal da sind. Ja, und was wir dann aber merken, dass dort natürlich noch nicht alles sofort gleich ruckelfrei läuft. Das ist ganz normal, wenn man solche Veränderungen vornimmt. Und hier sehen wir eben auch ganz gezielt Zeit vor, uns diese Teile anzugucken, zu optimieren, zu schauen, was können wir noch verändern, damit es eben noch besser läuft. Wenn wir nochmal einen Schritt weitergehen, eine Folie weitergehen, dann möchte ich auch nochmal so ein bisschen darauf eingehen, so was sind die Challenges, was gucken wir uns eben an. Und wenn wir am Anfang von so einem Projekt stehen, von so einem Vorhaben auch stehen mit unseren Kunden, dann sehen wir erstmal, dass dort eine ganze Menge Informationen sind. Teilweise haben wir Informationen in den Köpfen der Leute. Wir müssen mit den Architekten beim Kunden sprechen
Und wir haben einen riesen ja, Applikationscluster, zum Beispiel ganz viele Anwendungen, wo wir genau hinschauen müssen, was ist das überhaupt. Und dann arbeiten wir Schritt für Schritt vor, führen Interviews, wir nehmen die Technologien auseinander, die fachlichen Services, nehmen das alles auseinander und bauen daraus dann eben die Strategie auf. Ja, das habe ich gerade erwähnt. Wir gucken, was wollen wir vielleicht refactoren, was wollen wir rebuilden und so weiter. Und dann im Execute, und das ist hier, denke ich, dargestellt, geben wir das Ganze und da kommen wir natürlich ins Spiel, da sind wir ganz, das ist im Prinzip das, was wir tun. Wir setzen diese Dinge um und wir haben hier natürlich auch Automatisierungslösungen, wir haben hier Factory-Ansätze, die das mit einem sehr hohen Automatisierungsgrad tun, damit das am Ende schaffbar ist. Ja, weil es ist natürlich ein Problem, wenn wir über Personal sprechen, das muss vorhanden sein, das muss das tägliche Business auch treiben. Und hier kommen wir natürlich rein und am Ende dann mit unseren Spezialisten führen wir dann die Optimierung durch und gucken, dass das Ganze gut läuft. Jetzt haben wir sehr viel über was gesprochen, wie kann das auch funktionieren. Lassen wir uns zum Abschluss darauf gucken, auf der nächsten Folie, auf den nächsten beiden Folien, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, was wir hier auch für Erfahrungen haben. David, kurz dazwischen gehen darf, wir haben nämlich eine Frage reinbekommen, jetzt, glaube ich, ganz gut zum Thema passt. Und zwar lautet die Frage, geht das auch mit PL1 und oder Assembler? Ich hörte nämlich nur COBOL. Die Frage kommt von Rainer Eberhardt. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich denke, COBOL ist immer das, was wir sehr viel sehen, was einen sehr großen Teil ausmacht. Definitiv in den Lösungen, die eben auch existieren auf dem Markt, die hier auch zum Einsatz kommen, sind auch PL1, beispielsweise Assembler. Es gibt ja auch noch viele weitere Programmiersprachen, die wir auf der Plattform sehen. Sind auch die abgedeckt, muss man sich im Detail angucken, aber grundsätzlich ist das nicht per se auszuschließen. Die sind teilweise sogar sehr gut supported, wo man gar keinen Unterschied merkt zwischen COBOL zum Beispiel. Absolut. Ja, danke. Vielen Dank. Vielen Dank für die Frage, Herr Eberhardt. Genau, dann lass uns auf die Erfahrungen gucken, weil die sind wirklich, wirklich wichtig, wenn man solche Projekte auch angehen möchte, weil man natürlich sicherstellen möchte, dass das Ganze am Ende auch funktioniert. Und wir haben hier ein Beispiel aus der Automotive-Branche, wo wir gesehen haben, dass eine bestimmte gezielte Anwendung, es ging also nicht um die gesamte Landschaft, die hatte Probleme mit der Leistung auf der Z-Plattform. Ja, die hat sehr viel eben gebraucht, musste sehr viel Computing dort durchführen und konnte das aber in dem großen Environment nicht leisten. Ja, und was haben wir gemacht? Wir haben diese Anwendung genommen, haben auf ein Produkt der Micro Focus, der Enterprise Server gesetzt und die auf eine eigene Plattform, ja, letzten Endes rehostet. Und dort kann sie jetzt völlig losgelöst mit den Ressourcen, die sie braucht, laufen. Und was haben wir gesehen? Und das sind die Sachen, die der Bernhard auch schon erläutert hat, warum wir das machen sollten. Ist, wir haben wirklich Savings auch gesehen. Wir sind jetzt in der Lage, viel agiler irgendwie zu entwickeln. Wir können Test-Environments hochfahren und sind damit viel schneller geworden. Ja, im Inference-Bereich haben wir eben gesehen, okay, da wollte ein Kunde seine letzten Endes seine Systemlandschaft ablösen. Und wir haben uns angeschaut, wie gehen wir mit den eigenen einzelnen Anwendungen um. Hier haben wir genau das gesehen, dass manche Anwendungen sollten abgelöst werden, andere sollten komplett neu geschrieben werden. Da gab es eine sehr klare Roadmap. Und jetzt mussten wir diese Mitte dazwischen füllen. Also wie kommen wir tatsächlich dahin, wie unterstützen wir das? Und das haben wir dann zum Beispiel in einem POC gezeigt mit dem Software-Defined Mainframe als Produkt der LZ Labs. Und eben auch gezeigt, wie können wir hier Step by Step vorgehen und wie können wir dieses Thema anfassen. Und auch hier, ja, ganz klar im Fokus waren die Cost Savings, die dann später sich reinvestieren lassen. Und als drittes Beispiel, was ich gern nennen möchte, ist eine zentrale Banking-Plattform, die auf dem Mainframe lief, die verschiedene Regional Banks einfach mit Software unterstützt war und wo wir gesehen haben, okay, das Transaktionsvolumen letzten Endes, die Workload hat überhaupt nicht dazu gepasst, was das Ganze kostet und am Ende nicht mehr zum Revenue gepasst. Ja, und da musste man quasi interventionieren. Und was hat man gemacht? Man hat mit der Firma Raincode gestellt, spezielle Compiler zur Verfügung, sind wir auf die .NET-Plattform, ist man dort gegangen und hat eben zum Beispiel die Datenbanken eben auch umgestellt und dann auf Parse-Services gesetzt. Und auch hier, was wir wieder sehen, und das zieht sich einfach durch, ist, die Kosten, die OPEX-Kosten haben sich massiv reduziert und das konnte dann entsprechend weitergegeben werden und auch wieder für Modernisierung eingesetzt werden. Ja, und Sie sehen, also hier gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, ganz viel passiert auch in der Branche zu diesen Themen und da sind wir als mit der Microsoft zusammen als der Systems eben wunderbar aufgestellt, diese Sachen auch mit Ihnen zusammen letztendlich lösen zu können.
Danke und damit wieder Gundula an dich. Ja, super, David. Vielen Dank. Ja, wir kommen dann jetzt zu unserer Q&A-Session. Eine Frage konnten wir eben zwischendurch schon reinnehmen. Es sind jetzt noch mehr Fragen reingekommen. Und ich hätte eine, Bernhard, in deine Richtung. Und zwar wird gefragt, warum Azure als Zielplattform speziell für Mainframe-Applikationen besonders geeignet ist. Ja, Azure ist als Zielplattform besonders geeignet, weil zum einen wir zeigen können, dass alle Mainframe-Workloads optimal abgebildet werden können. Und wir haben zusätzlich noch ein weltweites Team. Das heißt, wir haben die Ressourcen und das Know-how, auch diesen Schritt zu machen. Wir haben auch ein Vorgehensmodell, ähnlich wie es der David auch erklärt hat, wo wir das machen können. Und wir haben gezeigt, dass wir hier auch durchaus vorne sind. Und durch diese Kombination eben Azure Cloud und unsere Erfahrung und auch unser Vorgehensmodell sind wir eben hier ganz vorne. Vielen Dank, Bernhard. Ja, wir haben noch eine zweite Frage. Vielleicht zunächst an David und Bernhard, du kannst da gerne ergänzen. Welche Probleme treten bei Migrationen häufig auf und wie ist mit ihnen umzugehen? Ja, sehr gerne. Also was wir üblicherweise sehen, das ist sehr spannend, das taucht sehr früh in diesen Projekten auf. Ich habe vorhin über das Discover und Assess gesprochen, dass wir gerade eben mal das ganze Wissen sammeln müssen, was ich teilweise über mehrere Dekaden einfach entwickeln konnte. Das sind Anwendungen, die sind 30, 40 Jahre alt und da ist natürlich ganz viel reingeflossen. Und da kommen wir jetzt daher und müssen das alles aufbauen, müssen diese Sachen finden. Und eine ganz klare Herausforderung ist, an diese Dinge zu kommen. Ja, üblicherweise sind Dokumentationen nicht mehr aktuell. Die Leute sind vielleicht nicht mehr da, die das mal entwickelt haben. Das Wissen steckt in den Köpfen. Und das ist, glaube ich, die Kernherausforderung, die wir immer wieder sehen. Das müssen wir am Anfang, müssen wir diese ganzen Sachen herauskriegen, damit wir am Ende dann eine gute Lösung designen können und das auch umsetzen können. Und ich glaube, das ist einfach am Anfang das, was wir als allererstes tun müssen, was das Wichtigste ist, worauf wir achten, damit wir am Ende ja zu einer guten Lösung kommen. Da kann ich gerade ergänzen, David, weil in der Tat bei der Analyse geht es darum, das Wissen zu extrahieren, was wir brauchen über eine bestehende Anwendung. Und dafür haben wir auch eben Partner und auch Werkzeuge, die das eben möglich machen. Wo man auch gleich sehen kann, nehmen wir das Beispiel COBOL, haben wir alle COBOL-Quellen, fehlen Copybooks, das finden wir sehr schnell heraus, gilt aber auch für PL1. Wir empfehlen auch dann hier auch Möglichkeiten für das Quellcode-Management, wo wir reingehen zum Kunden, auch parallel, wenn wir den Schritt beginnen, dass man sagt, stellt euer Quellcode-Management um auf eine Lösung, die wir immer wieder auch sehen, als Grundlage dann für die Abbildung auf Azure. Dann ist dem Kunden geholfen und auch dann das Ergebnis auch dann entsprechend dann auch in einer kurzen Zeit auch verfügbar. Jetzt kommen noch weitere Fragen rein. Eine ist, der Mainframe ist ja in der Regel mit vielen Schnittstellen in andere Systeme on-prem vernetzt. Ja. Wie spielt das bei der Cloud-Migration zusammen? Ist der Mainframe nur zu 100% zu migrieren oder auch teilweise? Wer macht von euch? Kann man gerne anfangen zumindest mit der Antwort, weil es auch ein Thema, was mich auch immer wieder auch betrifft und wo ich auch unterstütze. Wir finden auch die Schnittstellen auch während der Analyse. Finden wir die Schnittstellen und können sie auch dann gruppieren. Was für Schnittstellen sind hier gemeint? Zwischen Anwendungen oder zwischen Diensten? Und diese Schnittstellen können wir abbilden, sei es eben die Anbindung von einer Anwendung on-premises nach Azure, ist eine Schnittstelle. Aber auch dann der Zugriff auf die Anwendung vorher und nachher, wo wir dann den Zugriff übertragen auf Azure App Service, heißt es bei uns, aber wo wir auch dann durchaus den Terminal-Modus mitnehmen können. Wir können also einen 3270-Dialog mitnehmen. Auch da haben wir eine Lösung von Partner Raincode, wo dann genau auch, wer das noch machen möchte, auch machen muss, eben auch über SBFO auch machen kann. Als Ergebnis haben wir dann auch die Schnittstellen, die wir auch dann eben geordnet ablösen können, sowohl von der Anwendung als auch von Datenknoten. Können wir beide abbilden auf Azure.
Und letztendlich, wenn es dann geht, andere PaaS-Lösungen oder SaaS-Lösungen zu integrieren, wie zum Beispiel, habe ich eben genannt, Dynamics 365, Salesforce oder SAP ganz besonders, haben wir fertige Schnittstellen, fertige Konnektoren, die das möglich machen. Und da kann auch SAP durchaus auch on-premises stehen. Das bieten wir an von Microsoft, das sind die Konnektoren. David. Wenn ich dazu vielleicht ergänzen darf, genau, von einer bisschen anderen Sichtweise noch, ja, zwei Dinge. Wir sehen üblicherweise Technologien auf dem Mainframe im Einsatz, die gibt es im Distributed-Umfeld oder auf der x86-Welt ganz genauso. Das heißt, was können wir machen? Wir können eben die für die Technologie schon vorgesehenen Lösungen können wir einfach verwenden und damit das weiterhin integrieren. Das zweite, was wir sehen, wir haben heute üblicherweise schon hybride Architekturen. Das heißt, wir haben vielleicht ein Backend, was in COBOL geschrieben ist, aber schon ein Frontend, was irgendwie in Java läuft unter x86. Ja. Und was wir in so einem Engagement vielleicht dann auch tun würden oder was wir teilweise empfehlen, ist zu sagen, eure Frontends, die vielleicht in Java unter x86 on-prem laufen, die könnt ihr relativ einfach mit in die Cloud nehmen und die können wir zum Beispiel erstmal auf IaaS einfach auch mit in die Cloud bringen und haben damit noch mehr Vorteile. Ja, und da haben wir auf jeden Fall einen großen Lösungsraum, einen großen Spielraum, wo diese Dinge, die heute nicht auf dem Mainframe laufen, die sind üblicherweise noch leichter mit in die Cloud auch zu migrieren und dann laufen sie zusammen mit der modernisierten Anwendung dort. Super, wir haben noch Zeit für weitere Fragen. Jetzt ist noch eine reingekommen. Wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um, wenn der Mainframe abgelöst ist? Ja, auch da würde ich gerade anstarten. Das sehen wir natürlich genauso und wir nehmen da die Programmierer mit, die mit dem Mainframe arbeiten. Dort bieten wir ganz speziell auch Kurse an zu Azure zum einen, um dann auch die Kollegen eben auch so qualifizieren. Und wir haben auch eine Reihe von Seminaren als On-Demand zur Verfügung gestellt, auch um das Thema näher zu bringen. Das heißt, was passiert bei einer Transformation von Mainframe nach Azure? Da gibt es eine sogenannte Mainframe Modernization University, die dort auch dann genutzt werden kann. Das sind dann On-Demand-Kurse, die dann eben angeboten werden können. Und beides zusammen erlaubt eben den Mitarbeitern dann auch ihre Skills zu ergänzen, zu erweitern. Ich sehe, denke ich, die Mitarbeiter sehe ich hier ganz klar, die sehe ich als mit wichtigsten Faktor in diesen Projekten. Ja, das heißt, die sind aus meiner Sicht kein Problem oder so in der Richtung. Ja, das wäre völlig, völlig, völlig fehlgeleitet aus meiner Sicht, sondern die sind ganz, ganz wichtig für diese Themen. Und ich sage das immer ganz bewusst, es geht mir nicht um den Mainframer, der jetzt kein Mainframer mehr sein kann, weil es kein Mainframe geht, sondern letzten Endes sind es Techniker, das sind Leute, die stecken in der Fachlichkeit drin, die kennen die Applikationen am allerbesten und genau die gleichen Leute brauchen wir, wenn wir unsere Anwendung in die Cloud bringen und die sind dafür da. Und wenn wir natürlich auf zum Beispiel das Rehosting, das Replatforming gucken, dann haben wir in der Anwendung gar nichts. Das heißt, wir können die gleichen Leute einsetzen und das sollten wir unbedingt tun, das ist immer zu empfehlen, dies auch in der Cloud zu tun, weil am Ende ändert sich eine Technologie darunter. Aber das sind diese Leute seit 30, 40 Jahren gewöhnt, dass sich Technologien ändern und jetzt ändert sie sich eben wieder. Und insofern ist mein Take an dieser Stelle ist, die Leute mitzunehmen, klar zu machen, wieso wir das tun und dass wir sie eben auch weiterhin brauchen. Ja, dann vielen Dank euch beiden für die Ausführungen, für den Einblick in das Thema Mainframe-Modernisierung nach Azure und auch die Beantwortung der Fragen, die eingegangen sind. Ja, jetzt würde ich dann gerne auf den Punkt kommen, den ich anfangs versprochen und angekündigt habe. Wir haben auch ein White Paper zum Thema. Es ist ganz druckfrisch sozusagen für Sie auch abrufbar. Wir sehen hier den Link und ich denke, im Nachgang ist der Link auch erhältlich, falls Sie den jetzt hier sich nicht so schnell mitnehmen oder aufnehmen können. Genau im Chat sehen wir den Link auch, wenn Sie dann doch gleich anklicken möchten. Und ja, Sie sehen Kontaktdaten von David Frenzel und von einem weiteren Experten der Microsoft von Andreas Reins. Er hat hier heute auch zugehört, war dabei und hat in der Vorbereitung ganz intensiv mitgemacht. Und ja, welchen Punkt ich auch noch am Anfang angekündigt hatte, wenn Sie jetzt den Eindruck haben, Mensch,
mich interessiert das jetzt, ich würde gerne irgendwie anfangen und sei es auch in kleinem Schritt, das ist sowieso, was wir empfehlen würden, nicht in Big Bang-Ansätzen zu starten, sondern tatsächlich Schritt für Schritt, auch getreu dem agilen Motto in MVPs, also Minimum Viable Products hier zu denken. Dann haben wir zwei Einsteigerangebote vorbereitet, wo man tatsächlich schon in wenigen Stunden im Grunde erste Erkenntnisse und Wegweisung für den weiteren Transformationsweg finden kann, zumal wir ja in der letzten Umfrage von Ihnen mitbekommen haben, dass über die Hälfte ausgesagt hat, dass noch keine Mainframe-Transformationsprojekte bei Ihnen stattgefunden haben. Ja, jetzt ist es auch 11 Uhr. Ich bedanke mich ganz herzlich für die zahlreiche Teilnahme, bedanke mich nochmal bei David und Bernhard für die wirklich spannenden Insights ins Thema und bei Philipp für die wunderbare Organisation des Webinars. Und hoffentlich bis bald.